Hallo, guten Tag, dann dobrodošli u novo video lekciju. Vežemo danas nemački za B1, B2 nivo kroz priču. Pričamo priču, krećemo na aerodrom, dakle šta se sve dešava, šta treba sve da spakujemo, čemu se treba da razmišljamo. Nadam se da ćemo se dopasti priči, imam i nastavak, tako da pišite mi u komentarima da li hoćete da nastavimo, krećemo odmah. Ok, krećemo sa pričom broj 1. Sie ist heute früh aufgestanden, weil sie den Flug um 8 Uhr morgens nicht verpassen darf. Velika, složena, zavisna rečenica. Okay. Also, sie ist heute früh aufgestanden. To je nezavisno, znači ona može da stoji sama. Aufstehen, ustati. Promjena stanja u perfektu je sie ist, znači sein, pomoćni glagol. Ich bin aufgestanden, du bist aufgestanden, sie ist aufgestanden, ona je ustala. Glagol je aufstehen, ustati. Also, sie ist heute früh aufgestanden. Warum? Zašto? Warum ist sie heute früh aufgestanden? I sad idemo na tu zavisnu. Weil sie den Flug um 8 Uhr morgens nicht verpassen darf. Znači, zavisna karakteristika te vajed rečenice jeste da je ovaj modalnik koji inače treba da bude na drugom mestu, na kraju. Dakle, ona ne sme da propusti let, sie darf den Flug nicht verpassen. Sie darf den Flug nicht verpassen. Znači, dürfen, sie darf, na drugom mjestu. Ali, kad je u while rečenici, to sa drugog ide na kraj. Warum ist sie früh aufgestanden? Weil sie den Flug um 8 Uhr morgens nicht verpassen darf. Inače, moj vam je savjet, ako su vam još uvek ove rečenice dugačke i nejasne, dakle, trudite se, pročitajte je 10 puta i završite sa tim što zatvorite oči i ponovite tu rečenicu. Sie ist heute früh aufgestanden, weil sie den Flug um 8 Uhr morgens nicht verpassen darf. I kad to izađe tako kako treba, iz vas uspešno ste nešto uradili za sebe i za vaš nemački i onda nastavite dalje. Ok. Šta se dalje dešavalo? Da, znači u ovom slučaju počinjemo sa nam zavisnom rečenicom. Da sie ein Morgenmuffel ist, kein Frühaufsteher, war es sehr schwierig für sie, so früh aufzustehen. Da sie ein Morgenmuffel ist, also kein Frühaufsteher, war es sehr schwierig für sie, so früh aufzustehen. Ovo da uvodi zavisnu rečenicu, evo ga ist, znači glagol je na kraju, i prevodimo ga sa, u ovoj situaciji, sa budući da, nešto kao jer. Jer ona nije Morgenmuffel, znači, u stvari jeste Morgenmuffel, znači Morgenmuffel su one osobe koje su mrgudne ujutru i ne vole rano da ustaju, ne žele da pričaju ni sa kim i tako dalje, kad se rano probude. Ich bin ein Morgenmuffel, kann ich sagen. Also, da sie ein Morgenmuffel ist, also sie ist kein Frühaufsteher, nije rano ranilac, sie ist kein Frühaufsteher, also da sie kein Frühaufsteher ist, zares, war es sehr schwierig für sie, bilo je veoma teško za nju, so früh aufzustehen, da tako rano ustane, je vratno ustalo oko 5, ako je flug u 8. Da sie ein Morgenmuffel ist und da sie kein Frühaufsteher ist, war es sehr schwierig für sie, so früh aufzustehen. Da sie ein Morgenmuffel ist, odnosno, da sie kein Frühaufsteher ist, war es für sie sehr schwierig, so früh aufzustehen. Okay, sad kažete, ti imaš tamo negde zapisano, pa čitaš. Nema, ali čitala sam mnogo puta i dok sam pisala i tako dalje. Znači, samo je ključ u ponavljanju, to stalno kažem. Sie hatte Angst,
den Wecker nicht zu hören. Deswegen hat sie auch sehr schlecht geschlafen. Also sie hatte Angst, den Wecker nicht zu hören und deswegen oder deshalb hat sie auch sehr schlecht geschlafen. Dakle, bojala se da neće čuti budilnik i zbog toga je i loše spavala. Sve vreme se budila. Da li će čuti, da li neće čuti budilnik. Also, sie hatte Angst, den Wecker nicht zu hören. Akuzativ, koga šta, budilnik. Sie hatte Angst, den Wecker nicht zu hören und deswegen hat sie sehr schlecht geschlafen. Deswegen oder deshalb, zbog toga. Deswegen oder deshalb hat sie sehr schlecht geschlafen. Aha, znači ponavljamo. Sie hatte Angst, den Wecker nicht zu hören. Deshalb hat sie auch sehr schlecht geschlafen oder deswegen hat sie auch sehr schlecht geschlafen. Okay, obwohl sie mies gelaunt war, musste sie sich zusammenreißen. Ovdje imamo dve interesantne reči, odnosno jednu reči, jedan pridjev mis, što znači nešto loše, šlecht, jače od loše. Also, iako je bila grozno raspoložena, mis, da kažemo grozno, obwohl sie mies gelaunt war, musste sie sich zusammenreißen, zusammenreißen, sa se ne reisen, kao putovati, nego zusammenreißen, dakle da dođe sebi da zna što mora da uradi. Dakle, obwohl sie mies gelaunt war, musste sie sich zusammenreißen. Zusammenreißen. Znači, du sollst dich zusammenreißen, kažemo nekome ko ne može da se sastavi i ne zakasni na posao, ono, znači moraš da se zusammenreißen, da se ozbiljiš i da kreneš nešto da radiš u tom smislu. Znači, du sollst dich zusammenreißen. Also, sie musste sich zusammenreißen, obwohl sie mies gelaunt war. Iako je bilo loše raspoloženo. Znači, obwohl, kao i gore, weil i da su veznici koji uvode zavisnu rečenicu. Tako da ovo war otišlo na kraj. Dakle, sie war mies gelaunt. Sie war schlecht gelaunt. Obwohl sie mies gelaunt war, musste sie sich zusammenreißen. Den Koffer hatte sie gestern schon vorbereitet. Der Koffer hat sie gestern schon vorbereitet. Znači, koga šta, ovdje počinjemo sa akusativnim subjektom. Sie hat, koga šta, den Koffer gestern vorbereitet oder eingepackt. Znači, koffer je još uče spakovala. Den Koffer hat sie schon gestern vorbereitet. I opet ono, da, što uvodi zavist. Znači, malo teža rečenica. Da es sich um einen Geschäftstermin handelt und es sich um eine kurze Reise handelt, hat sie relativ wenig Kleidung eingepackt. Znači, rekli smo ovo da, budući da. Da es sich um einen Geschäftstermin handelt und es sich auch um eine kurze Reise handelt, hat sie relativ wenig Kleidung eingepackt. Budući da se radi o poslovnom sastanku i budući da se radi o kratkom putovanju, ona je relativno malo odeće spakovala. Da, znači es handelt sich um, kao es geht um, radi se o es handelt sich um. Es handelt sich um einen Geschäftstermin und es handelt sich um eine kurze Reise und deshalb hat sie relativ wenig Kleidung eingepackt. Und je malo teže, pošto je s ovim da, tako da glagol na kraju. Da es sich um einen Geschäftstermin handelt und da es sich um eine relativ kurze Reise handelt, hat sie relativ wenig Kleidung gepackt, eingepackt. Sie hat den Reisepass und das Ticket schon bereitgelegt, damit sie das bloß nicht vergisst. Sie hat den Reisepass.
Spaß und das Ticket schon bereitgelegt, damit sie das bloß nicht vergisst. Damit zusammen mit Janice. Znači, onaj Reisepass, znači pasoš i kartu, tiket već bereitgelegt. Znači, spremila, stavila tu negde na sto legen, da ih vidi. Warum? Damit sie das bloß nicht vergesst. Und, ili možemo reći, sie, damit sie das bloß nicht vergesst, sie nicht zu vergesst. Da ich ne bi zaboravila. Sie hat den Reisepass und das Ticket schon bereitgelegt, sie nicht zu vergessen, damit sie das bloß nicht vergisst. Also das ist, можем da kažemo, i sie, njih, misleći na den Reisepass und das Ticket. Bereitlegen je glagol. Also sie hat den Reisepass und das Ticket. Znači akuzativ, der u den, das ostao das. Den Reisepass und das Ticket schon bereitgelegt, damit sie das bloß nicht vergisst. Die Handtasche mit dem Geld liegt auch schon auf dem Tisch. Die Handtasche mit dem Geld liegt auch schon auf dem Tisch. Znači, wo liegt die Handtasche auf dem Tisch? Znači, legen i liegen. Liegen je znati, gde nešto je položeno, gde nešto leži. Auf dem Tisch, wo liegt die Handtasche? Die Handtasche liegt auf dem Tisch. Also mogli smo da kažemo ovde den Reisepass, das Ticket und die Handtasche hat sie schon bereitgelegt. Okay. Sie hat sich dazu entschieden, die öffentlichen Verkehrsmittel zu benutzen, anstatt mit dem Auto oder Taxi loszufahren. Sie hat sich dazu entschieden, die öffentlichen Verkehrsmittel zu benutzen, anstatt mit dem Auto oder Taxi loszufahren. Znači, ona se na to odlučila da ide javnim saobraćajem, da koristi javni saobraćaj, umesto da ide autom ili taksijem. Sie hat sich entschieden. Dakle, glagol je entscheiden, odlučiti se, ali particip 2 entschieden. Also, wozu hat sie sich entschieden? Sie hat sich dazu entschieden, die öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen, anstatt mit dem Auto oder Taxi loszufahren. Anstatt mit dem Auto oder Taxi loszufahren. Da sie wenig Gepäck hat und davon überzeugt ist, schneller anzukommen und vor allem weniger Geld auszugeben. Dakle, ovo je povezano sa prethodnom rečenicom, zašto će da koristi öffentlichen Verkehrsmittel, a neće da ide mit dem Auto oder mit dem Taxi. Also, budući da ima malo prtljaga, da sie wenig Gepäck hat, und da sie davon überzeugt ist, ovo je druga rečenica, i pošto je u to ubeđena, da sie davon überzeugt ist, schnell anzukommen, da će brže stići, und vor allem weniger Geld auszugeben, i pre svega da će potrošiti vor allem manje novca ausgeben. Znači, ausgeben i ankommen, i vidimo, pošto smo imali zu plus infinitiv, da smo zu ubacili između prefiksa i glagola. Da sie wenig Gepäck hat und davon überzeugt ist, schnell anzukommen und vor allem weniger Geld auszugeben. Also sie ist davon überzeugt. Ona je u to ubeđena. Sie ist davon überzeugt, schneller anzukommen und weniger Geld auszugeben. Die S-Bahn ist nur wenige Minuten von ihr entfernt, sodass sie ganz bequem die Haltestelle erreichen kann. Die S-Bahn ist nur wenige Minuten von ihr entfernt, sodass sie ganz bequem die Haltestelle erreichen kann. S-Bahn je samo nekoliko minuta udaljen od nje, entfernt, udaljen. Tako da, so, das, tako da, ona ganz bequem, udobno, bukvalno, Haltestelle može da
dođe do Halterstelle, znači lako. Ganz leicht, ganz bequem. Ganz einfach die Haltestelle erreichen kann, znači etwas erreichen, nešto postići, dostići, doći do nečega. Also die S-Bahn ist nur wenige Minuten von ihr entfernt, so dass sie ganz bequem die Haltestelle erreichen kann. Sie hat auch Glück mit dem Wetter. Heute regnet es nicht. Sie hat auch Glück mit dem Wetter. Heute regnet es nicht. Ona također ima i sreću sa vremenom. Danas ne pada kiša. Sie hat auch Glück mit dem Wetter. Heute regnet es nicht. Sie muss ein Fahrbahnticket kaufen und geht an einen Automaten. Sie muss ein Fahrbahnticket kaufen. S-Bahn und sie geht an einen Automaten. Ide do jednog automata. Sie muss ein Fahrbahnticket kaufen und sie geht an einen Automaten. Das Kleingeld hat sie schon vorbereitet, damit sie auch hier keine Zeit verliert. Das Kleingeld hat sie schon vorbereitet, damit sie auch hier keine Zeit verliert. Kleingeld si da novac je već pripremila, damit da i ovde ne bi gubila vreme. Damit sie auch hier keine Zeit verliert, hat sie Kleingeld schon im Voraus und napred, im Voraus vorbereitet. Das Kleingeld hat sie schon im Voraus vorbereitet, damit sie auch hier keine Zeit verliert. Sie wirft das Kleingeld in den Automaten und wählt das Fahrticket aus. Werfen. Baciti, baciti. Sie wirft das Kleingeld in den Automaten, znači ubacuje Kleingeld, und sie wählt das Fahrticket aus i bira kartu. Sie wählt das Fahrticket aus. Was macht sie? Sie wirft das Kleingeld in den Automaten und sie wählt das Fahrticket aus. Das Ticket wird ausgeworfen. Znači karta izlazi, ispada napolje. Auswerfen. Und der passiv. Das Ticket wird ausgeworfen. Sie nimmt es heraus und stempelt es ab, da es nicht automatisch entwertet wird. Glagola, znači imamo auswerfen, herausnehmen, stempeln, odnosno abstempeln i entwerten. Znači, kad je karta entwertet, znači da je obeleženi, znači da sada važi. Ako nije entwertet, znači da nisi je još očitao. Znači, das Ticket wird ausgeworfen. Karta izlazi napolje. Sie nimmt es heraus. Ona je vadi iz automata. Sie nimmt es heraus und stempelt sie ab. Znači, ona kartu ono, prolazi kod tik-tiki kroz onu mašinu. Sie stempelt das Ticket ab. Warum? Weil es nicht automatisch entwertet wird. Ili da es nicht automatisch entwertet wird. Znači nije automatski, nego moraš da je abstempeln. Das Ticket wird ausgeworfen, sie nimmt es heraus und sie stempelt es ab, da es nicht automatisch entwertet wird. Entwerten, znači wert je vrednost. Kad je entwertet, znači da sad vredi, es gilt jetzt. Es gilt jetzt. Das Ticket gilt für eine Fahrt bis zum Flughafen. Das Ticket gilt für eine Fahrt bis zum Flughafen. Znači karta važi, gelten. Za jednu vožnju do aerodroma. Das Ticket gilt für eine Fahrt bis zum Flughafen. Sie steigt in die S-Bahn und heute läuft es wunderbar. Wie geschmiert. Sie steigt in die S-Bahn, natürlich S-Bahn. Sie steigt in die S-Bahn und heute läuft es wunderbar. Znači danas sve je dobro ide, sve funkcioniše. Heute läuft es wie geschmiert. Kažemo kao podmazano, wie geschmiert.
Heute läuft es oder läuft alles wie geschmiert. Es läuft wunderbar, es läuft wie geschmiert. Und nun, die S-Bahn hat keine Verspätung und sie ist relativ gelassen und entspannt. Die S-Bahn hat keine Verspätung und sie ist relativ gelassen und entspannt. Znači, S-Bahn nekasni i ona je opuštena, gelassen, entspannt. Sećate se miese Laune. Die miese Laune lässt auch etwas nach. Die miese Laune lässt auch etwas nach. Nachlassen. Kažemo popušta. Neraspoloženje. Odnosno popušta je pažnja, odnosno njoj popušta to loše raspoloženje. Polako odlazi. Die miese Laune ist verschwunden. Je nestalo. Nije skroz, aber die miese Laune lässt etwas nach. Malo popušta. Die miese Laune lässt auch etwas nach. Nach 10 Haltestellen hat sie den Flughafen erreicht. Nach 10 Haltestellen hat sie den Flughafen erreicht. Was ist das? Stanica, stiže do aerodroma. Imali smo taj erreichen. Nach 10 Haltestellen hat sie den Flughafen erreicht. Sie steigt mit den anderen Passagieren aus und geht Richtung Flughafen. Sie steigt mit den anderen Passagieren aus der S-Bahn, natürlich ist es S-Bahn, sie steigt aus zu drugim putnicima mit den anderen Passagieren oder Reisenden und sie geht Richtung Flughafen i ide u pravcu aerodroma. Sie geht Richtung Flughafen. To je to. Nadam se da vam se dopala priča. Ako želite nastavak, pišite mi u komentarima i naravno pritisnite like i subscribe ako vam se dopala.